Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Schön, dass Sie dabei sind bei einer neuen Ausgabe unseres History Talk Formats Momente, Menschen, Meilensteine. Wie immer, seit wir diese Sendung vor 30 Jahren gestartet haben, im März 2021 war das, senden wir live aus dem Futurium, dem Haus der Zukünfte in Berlin. Und ich freue mich sehr auf drei spannende Gesprächspartner, die uns heute zugeschaltet sind. Denn alle drei sind Zeitzeugen, die uns gleich berichten werden, wie es der Menschheit schließlich doch noch gelungen ist, die Kurve zu bekommen beim Kampf gegen die Erderwärmung. Dass wir da inzwischen ganz gut aufgestellt sind, hat sich herumgesprochen. Sie alle erinnern sich noch an die Feierlichkeiten zum Jahreswechsel vor einigen Wochen, Jahresauftakt 2050. Milliarden Menschen weltweit sind da auf die Straße gegangen, um zu feiern, dass wir es geschafft haben. Wir haben es geschafft, die Null-Emissions-Marke zu erreichen. Und Sie alle haben die Bilder gesehen, haben wahrscheinlich sogar mitgefeiert, und in den sozialen Medien ist ja auch dieser Hashtag ZeroAd2050 viral gegangen. Natürlich haben wir in der Tat alle mächtig Grund, stolz auf das zu sein, was wir da geschafft haben. Das ist ja kein Klacks gewesen. Innerhalb von 30 Jahren ist es gelungen, in einer Art kollektivem Kraftakt die komplette Energieversorgung unseres Planeten so umzustellen, dass wir heute gar keine Treibhausgase mehr emittieren, die den Klimawandel befeuern können. Das ist, das kann man schon so sagen, ein Meilenstein in der Menschheitsgeschichte. Und zum Glück haben wir diesen Meilenstein ja auch noch erreicht, gerade rechtzeitig, damit die schlimmen Folgen des Klimawandels, die Jahrzehnte an die Wand gemalt worden sind, nicht eintreten. Das Schmelzen der Polkappen zum Beispiel, vor dem uns Klimawissenschaftlerinnen und Wissenschaftler jahrzehntelang vehement gewarnt hatten, ist nicht passiert. Der Anstieg der Meeresspiegel um mehrere Meter ist ausgeblieben, und auch die globale Temperaturerhöhung über 6 oder sogar 8 Grad Celsius ist nicht passiert. All diese Horrorszenarien sind wohl mit viel Glück an uns vorbeigegangen, weil wir vor 30 Jahren die Kehrtwende geschafft haben in Sachen Klima- und Energiepolitik und von da an so richtig Gas gegeben haben auf unserem Weg in eine klimaneutrale Gesellschaft. Wir alle, jeder Einzelne von uns ist Teil dieser unglaublichen Erfolgsgeschichte, aber unsere drei Zeitzeugen, mit denen wir gleich sprechen, die sind viel mehr als das. Die waren Wegbereiter des Wandels und damals, vor 30 Jahren, maßgeblich daran beteiligt, als die Weichen richtig gestellt wurden für die Energiewende. Martin Neumann hat es auf Ebene der Bundespolitik in Berlin getan, als langjähriges Mitglied des Deutschen Bundestages und als energiepolitischer Sprecher der FDP-Fraktion war sein Rat besonders gefragt, als im Jahr 2021 die FDP für 8 Jahre das Ministerium für Wirtschaft und Energie übernommen hat. Und wir sind gespannt, was er uns gleich über diese bewegten Jahre erzählen wird. Herzlich willkommen, Herr Neumann. Guten Abend. Wunderschönen Abend. Miranda Schröers war auf nationaler und globaler Ebene beteiligt als langjährige Beraterin der Bundesregierung, aber auch der USA und China, hat sie wichtige Impulse gegeben für die Transformation der Energieversorgung, und sie war auch dabei beim Weltklimagipfel in Glasgow 2021, als die globale Klimadiplomatie endlich den großen Durchbruch feiern könnte. Und wir sind gespannt zu hören, wie das damals vonstatten ging. Schönen guten Abend, Frau Schröers. Guten Abend, freut mich. Arvin Kollerl gründete vor knapp 40 Jahren eine der ersten großen Bürgerenergiegenossenschaften in Deutschland und wurde damit quasi zu einer Art Vorreiterin der globalen Bewegung Power to the People, die wir heute alle kennen und die dazu geführt hat, ja, dass inzwischen Milliarden Menschen auf dem Planeten die Verantwortung für ihre Energieversorgung selbst in die Hand genommen haben. Herzlich willkommen, Frau Kollerl. Schönen guten Abend. Herr Neumann, fangen wir vielleicht mit Ihnen an. Schauen wir auf die politische Arena in Berlin. Schauen wir auf das bewegte Jahr 2021. Sie waren von 2013 bis 2025 Mitglied des Deutschen Bundestages und energiepolitischer Sprecher der FDP. Sie sind promovierter Maschinenbauingenieur, waren viele Jahre auch Professor für technische Gebäudeausrüstung an der Uni in Magdeburg-Stendal. Dieses Jahr 2021, das war ja ganz wichtig, weil da ein Parteikollege von Ihnen dann Wirtschafts- und Energieminister geworden ist, Christian Lindner sein Name. Und er übernahm dieses Amt zu einem Zeitpunkt, als eigentlich allen klar war, was wir bisher getan haben, um die Energiewende umzusetzen,
Das reicht hinten und vorne nicht. Man konnte das beobachten, der Ausbau der Windenergie war damals de facto gestoppt. Seit Jahren tat sich da kaum noch was. Man konnte beobachten, dass der Verkehrssektor seine CO2-Emissionen kaum gesenkt hatte. Auch im Gebäudesektor trat man seit Jahren auf der Stelle. Dann kam die FDP und hat auf ihren Rat hin manches anders gemacht dann. Wie blicken Sie heute auf diese Zeit zurück? Sind Sie stolz auf das, was Sie in Bewegung setzen konnten? Also das war eine wirklich bewegte Zeit. Wenn ich zurückdenke, ging ja alles auf das Pariser Klimaabkommen, also auf die Frage, dass wir weltweit die CO2-Emissionen senken wollten und mussten, zumindest auch aus wissenschaftlicher Grundlage, wirklich die Treibhausgasemissionen zu senken. Und dann, wie gesagt, das Thema Energie nahm dann an Bedeutung zu. Wir haben es dann geschafft, einem Energieministerium diese Ansprüche zusammenzubinden und sie wirklich auch weiterzuentwickeln. Was wir gelernt haben, auch vorher und dann vor allen Dingen auch umsetzen konnten, war, dass wir viel, viel stärker, als man das vorher für möglich gehalten hat, die Menschen mitnehmen musste. Also das Thema Akzeptanz hat ja bis dahin immer etwa daran, gemangelt, dass es beispielsweise keine Einsicht gab, wenn man Windräder aufstellen wollte. Oder wie gesagt, alles war immer unter Demonstration, Bürgerproteste fanden statt. Wir haben also versucht, die Menschen mitzunehmen, ihnen eine Motivation zu geben. Also es musste Spaß machen, sich mit erneuerbarer Energie zu beschäftigen. Das hat die Menschen bewegt. Selbst Leute, die nichts damit zu tun hatten, haben plötzlich Lust dran gefunden. Sie hatten ein Häuschen und haben versucht, das wirklich auch in diese Richtung zu entwickeln. Also mit einer Photovoltaikanlage oder mit Solarthermie. Wärmepumpen waren der große Schlager. Es war ein Hit. Tatsächlich alles das zu nutzen. Und auch innerhalb der Gebäude ist viel passiert. Also man hat ganz moderne Regelungen geschaffen, sodass man wirklich immer dann Energie genutzt hat, wenn sie ja gebraucht wurde. Und die Menschen fühlten sich behaglich. Also wir haben die Häuser modernisiert. Es gab Flächenheizung. Und wie gesagt, Behaglichkeit ist ja etwas, was ja den Menschen wirklich am Herzen lag. Und auch das Thema Bezahlbarkeit. Also wenn man dann wirklich mit Lust und Liebe, das haben die Menschen gemerkt. Und wenn ich so zurückdenke, das ist also wirklich ein wirklich filmreif, dass dann Menschen begeistert waren, weil sie plötzlich auch gewusst haben, Energie ist bezahlbar. Es macht Spaß, damit sinnvoll umzugehen. Also insgesamt eine wirkliche Erfolgsstory und es ist gelungen, wie gesagt, die Verbreitung erneuerbarer, also regenerativer Energien zu forcieren. Jeder hatte irgendwie damit zu tun. Also jeder Mensch in Deutschland hat irgendwie mehr oder weniger intensiv, ob nun als Eigentümer eines Hauses oder als Mieter, irgendwie Spaß dran gefunden, weil er gesagt hat, Mensch, es geht voran, wir merken, dass wir das Klimathema tatsächlich irgendwie in den Griff bekommen. Frau Kollel schreibt gerade, dass sie... Betrachtung. Aber wie gesagt, rückblickend muss ich sagen, man hätte viel eher anfangen müssen, die Menschen einzubeziehen, denn ohne das Mitwirken, ohne die Akzeptanz wären wir nie dorthin gekommen, wo wir dann tatsächlich, sicherlich kann man immer noch nach oben etwas machen, immer bleibt noch Platz und das ist natürlich auch der Platz für Innovationen, für neue Entwicklungen. Wie gesagt, da ist noch viel zu tun, auch in Zukunft, dass man das alles wirklich modern macht. Aber Sie waren ja da auch tatsächlich, wie Sie sagten, Herr Neumann, ganz geschickt darin, den Bürgern so ein bisschen ihre Ängste zu nehmen. Ich denke jetzt an ein Thema, was damals so um 2020 viele Leute beschäftigt. Es ging ja um den Ausbau der Stromnetze. Es war klar, man braucht neue Stromautobahnen von Nord nach Süd, um die erneuerbaren Energien, die zum Beispiel in der Nord- und Ostsee geerntet werden, nach Süddeutschland zu bringen, wo die großen Industrien sitzen. Und es gab aber auch massive Proteste. Und Christian Lindner, wahrscheinlich auf Ihren Rat, kam dann irgendwann auf die Idee, geniale Idee, wir müssen die Stromnetze vielleicht gar nicht in diesem Maße ausbauen, sondern wir müssen die nur cleverer steuern, mithilfe von künstlicher Intelligenz. Heute haben wir alle intelligente Stromzähler bei uns zu Hause, unsere Elektroautos wissen automatisch, wann sie sich laden können und nicht. Das heißt, wir haben dieses Problem letztlich gemeistert. Wie visionär war das damals, auf KI zu setzen bei der Regulierung der Stromnetze? Ja, ich glaube, weil wir ja mit sogenannter wetterabhängiger oder wir sagen auch im Fachlichen die sogenannte volatile Energie, also Sonne scheint, wenn der Himmel eben nicht bedeckt ist oder wenn es Nacht ist. Es gab also tatsächlich auch
die Übereinstimmung dann, dass man gesagt hat, wir versuchen sozusagen die Energie, die gewonnen wird, die versuchen wir dann auch, wenn es geht, 1:1 zu nutzen. Das heißt, wir haben also ganz moderne Systeme geschaffen. Es war völlig normal, dass zu bestimmten Zeiten, wo also ja alle Energie brauchen, dass man also bestimmte Dinge zu anderen Zeiten gemacht hat. Also, dass man das flexibel gestaltet hat, ohne dass die Menschen da irgendwie damit ein Problem haben. Und es hat sich auch viel getan. Wir haben also vielfach auch dort, ich sage mal, Wirtschaft entwickeln können, wo ganz massiv Energie gewonnen wurde durch Windanlagen oder durch Photovoltaik. Das ist ganz normal, dass wir ja, und die Menschen haben ja auch verstanden, dass wenn man Energie unendlich weit transportieren muss, dass da immer Verluste entstehen. Also diese Erkenntnis auch, ich sage mal, das beginnt ja oder begann dann ja auch in der Schule. Man hat viel, viel stärker auf naturwissenschaftliche Ausbildung der Schüler damals gesetzt. Die wussten dann also ganz konkret auch Bescheid, was es bedeutet, gerade mit diesen sehr empfindlichen Energieträgern, also die dann im Prinzip nur da sind, wenn die meteorologischen Bedingungen es zulassen. Und man hat sich daran gewöhnt und hat im Prinzip so ein System entwickelt, wo das dann tatsächlich auch ja, es völlig normal war, dass man also, ich sage mal, Systeme hatte, gekoppelte Systeme vor allen Dingen, und niemand hat mehr nur ein System gehabt. Also die Menschen haben, ich sage mal den technischen Begriff, aber man hat also mehr als ein System gehabt, beispielsweise für die Beheizung oder für die Klimatisierung, für das Thema der Steuerung von Gebäudetechnik, also alles das, was mit Beleuchtung zum Beispiel zu tun hat. Also alles, was Energie kostet, hat man intelligent miteinander verbunden. Und es ist heute völlig normal, dass das überhaupt nichts Besonderes mehr ist. Also so ungefähr, wie man vor Jahren im Garten irgendetwas umgegraben hat, haben die Menschen verstanden, das Ganze intelligent miteinander zu verbinden. Ich fand das, also ich sage mal, die Entwicklung, die auch die Menschheit auf dem Gebiet gemacht hat, die ist also wirklich richtig grandios. Sprechen wir noch ganz schnell zum Kurz, Herr Neumann, über die Wasserstoffstrategie 2020 von der Bundesregierung aufgesetzt. Heute leben wir im Wasserstoffzeitalter. Damals war das alles irrsinnig visionär und es war auch nicht klar, ob das klappen würde, weil man hatte damals noch das Problem, dass die Herstellung von grünem Wasserstoff, wo man also Ökostrom nimmt und Wasser, um diesen Wasserstoff als Energieträger zu erzeugen, das war damals irrsinnig ineffizient. Da blieb ein Fünftel der Energie auf der Strecke und letztlich gab es dann erst große Durchbrüche bei diesen Elektrolyseuren so um 2030, die dem Ganzen dann den Weg bereitet haben. Wie haben Sie diese technischen Innovationen erlebt? Also wie gesagt, der Grundsatz war damals, und da haben wir dafür gekämpft politisch, also jede Kilowattstunde, die also irgendwo gewonnen oder umgewandelt wurde, die wurde genutzt. Und es gab ja die großen Diskussionen, ich erinnere mich noch ganz im Detail dran, also uns persönlich ging es darum, wirklich Mengen an Wasserstoff zu produzieren. Da war erstmal die Frage nicht, ob nun grün oder blau oder so, sondern wir haben den Massenhochlauf organisiert. Also es wurden tatsächlich auch Speicher gebildet, es wurden solche Systeme entwickelt, die dann auch funktionieren. Und erst dann kamen wir auf die Idee, und das hat sich dann also tatsächlich richtig gut entwickelt, dass wir dann uns die Technologien angeguckt haben. Es gibt ja große Unterschiede. Es gibt also zum Beispiel bei der Elektrolyse haben wir einen relativ hohen Energiebedarf gehabt in Kilowattstunden. Und dann hat man im Grunde genommen verstanden, dass es weitere Technologien gibt, die also viel weniger Energie brauchen, um eine entsprechende Menge an Wasserstoff zu produzieren. Also hier gab es auch einen Hochlauf und wir haben am Ende ausreichend Wasserstoff gehabt und konnten sozusagen alle Bereiche, ob nun Wärme, Gebäude, Verkehr, wir haben also ganz moderne Systeme gefunden und man hat immer darauf geachtet. Und das will ich nochmal sagen, das ist eine ganz große Erkenntnis aus der damaligen Zeit. Man hat also immer versucht, Energieträger immer dort einzusetzen, wo sie wirksam sind, also wo die Verluste gering sind, wo die Wirkungsgrade hoch sind. Vieles ist da experimentiert worden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dieser Verlauf, das war so eine technische Revolution, obwohl der Begriff ja schon besetzt ist. Aber das war so ein richtiger Schub, der im Prinzip das Bewusstsein, die Motivation und natürlich auch so die Erkenntnis, wie gehen wir mit Energie um? Und ich denke zurück, wenn ich jetzt zurückdenke, ganz zu Beginn, ne, was war denn Energie wert? Eigentlich nichts. Und wir wissen heute, und wir wissen das ganz bewusst, dass Energie eines der wichtigsten Wohlstandsfaktoren ist. Die Menschen fühlen sich wohl, sie können sich das Ganze leisten und dann funktioniert das.
Vielen Dank, Herr Neuland, für diese spannenden Aus- und Einblicke in die Zeit damals. Noch eine Erklärung für alle, die es vielleicht nicht wussten. Unter blauem Wasserstoff verstand man während dieser Übergangsphase Wasserstoff, der aus Methan hergestellt wurde. Also eben kein grüner Wasserstoff, Wasserstoff, der immer noch zu Treibhausgasemissionen führte. Inzwischen brauchen wir das alles nicht mehr, aber das war eine Zeit lang mal ein großes Thema. Vielen Dank, Herr Neumann. Um die Perspektive an dieser Stelle zu weiten, würden wir jetzt mal gerne hören, wie Miranda Schröers diesen eben beschriebenen Transformationsprozess erlebt hat. Sie ist promovierte Politikwissenschaftlerin, war damals Professorin für Klima- und Umweltpolitik an der Technischen Universität München und hat die Bundesregierung viele Jahre lang in der Energie- und Klimapolitik beraten, unter anderem als Mitglied im Sachverständigenrat für Umweltfragen. Und das klang vorhin schon an, ihre Expertise zum Green Deal, die war nicht nur in Deutschland gefragt seinerzeit, sondern auch in Brüssel, aber auch in den USA und China zum Beispiel. Frau Schröers, wir müssen sprechen über dieses Schlüsselevent 2021, der Weltklimagipfel in Glasgow. Fand statt 6 Jahre nach dem Pariser Klimaabkommen von 2015. Und zu aller Überraschung sind die USA und China dort plötzlich vorgeprescht, haben eine Vorreiterrolle übernommen beim Klimaschutz. Viele hat das überrascht. Sie waren damals schon gut vernetzt und hinter den Kulissen aktiv. Sie auch? Es ist unglaublich, was in dieser Zeit passiert ist. Es war wirklich eine tolle, tolle Überraschung. Zum Erst hatten wir nicht nur eine Entscheidung für ein klimaneutrale 2050, aber den USA, Europa, Japan, Korea, die haben sich alle entschieden für eine etwas frühere Klimaneutralität in 2040. Und das hat es ermöglicht, weil China hat dann gesagt, na ja, wir schaffen es bis 2060. Und wir haben natürlich auch dann Entwicklungsländer, die haben gesagt, okay, wenn andere Länder das alles machen, machen wir auch mit, nicht 2050, aber kurz danach. Und damit hat man eine Möglichkeit bekommen, ein wirklich tolles Ziel zu setzen. Und das hat der Wirtschaft dann auch einen Schub gegeben, was man brauchte natürlich, weil in 2021, im Anfang des Jahres, sah es nicht so gut aus. Dieses Ziel, was dann ausgegeben wurde, dieser virale Hashtag Zero at 2050, den wir heute alle kennen, der auf T-Shirts gedruckt wurde, der wurde damals populär durch Joe Biden, der natürlich frischen Wind da mit reinbrachte. Was mich noch interessieren würde, Sie haben die Verhandlungen damals in Glasgow ja verfolgt. Wie ist es dann dieser Allianz aus den USA, China und Europa und den kleinen Inselstaaten, die Joe Biden auch noch geschickt mit an Bord geholt hatte, wie ist es dieser Allianz letztlich gelungen, die großen Bremser Indien und Brasilien mit an Bord zu bringen, weil die hatten ja bis dato eigentlich überhaupt kein großes Interesse gezeigt, ihre Treibhausgasemissionen zu drosseln. Ja, eins, was sehr, sehr wichtig ist, ist, dass die haben es geschafft, den Preis auf CO2-Emissionen zu setzen. Und wenn die großen Länder, China, USA, Europa, alle da an Bord sind, dann gab es eigentlich keine andere Möglichkeit, als für andere Länder mitzumachen. Aber da gab auch ein Entscheid, dass man ein paar andere Sachen entwickeln würde. Eine ist eine Änderung in der Vereinigten Nationen, sodass man ein größeres Zustimmungsrecht von anderen Ländern bekommen könnte, besonders die Entwicklungsländer. Und man hat auch ein Weltklimaorganisation begründet. Und damit könnte man auch die Entwicklungsländer, die Schwellenländer mitnehmen. Es war wirklich ein übergroße Überraschung gewesen. Das war auf globaler Ebene also ein heftiges Geschacher beim Klimapoker, das kann man schon so sagen. Schauen wir noch ganz schnell auf Europa. Auch da gab es ja viele Jahre lang Bremser. Stichwort Polen. Es war ja schon 2020 klar, wir brauchen den Kohleausstieg so schnell wie möglich. Aber speziell Polen hatte überhaupt kein Interesse daran und wollte sich denen sehr teuer bezahlen lassen. Wie hat man es auf EU-Ebene, aber auch später auch international geschafft, die Polen mit an Bord zu holen, dass die das auch unterschrieben haben, dieses Ziel? Naja, im Anfang hat man es ein bisschen erlassen, ne? Die machen ein bisschen weiter mit der Kohle, aber am Ende haben die auch gesehen, Kohle hat keine Zukunft und die Entwicklung ging in ganz andere Richtungen, was wir auch gerade gehört von Wasserstoff und Elektromobilität und neue Architekturformen und deshalb war es für Polen auch sehr, sehr wichtig mitzumachen. Kohle ist auch viel zu teuer geworden.
In der Zwischenzeit waren die Preise so hoch, dass keiner es mehr bezahlen konnte. Es war auch nicht mehr interessant. Deshalb ist Polen auch dabei gewesen und auch andere Länder, ne, wie Indien, andere Länder mit ganz viel Kohle, die haben auch inzwischen gesehen, dass die erneuerbaren Energien viel, viel billiger geworden sind und auch interessanter, weil es war nicht mehr Photovoltaik, was man auf dem Land setzt, aber auch auf die Dächer. Dass man hat wirklich eine neue Architektur entwickelt, man hat neue Möglichkeiten entwickelt. Es war eine Zeit von Kreativität und es hat einen Sprung in die neue, jüngere Generation eingeweckt. Die haben vieles entwickelt, auch in Polen. Das war toll zu sehen. Und es gab ja dann wirklich auch entscheidende wirtschaftliche Impulse, die um diese Zeit sehr willkommen waren. Sie haben es schon angedeutet, 2021 lief es global nicht so gut mit der Wirtschaft. Es gab ja die Corona-Pandemie damals. Die Regierungen weltweit haben Billionen in die Hände genommen, um die Wirtschaft anzukurbeln. Und ich würde Sie mal gerne mit einem Zitat konfrontieren, das ich im Archiv gefunden habe. Sie haben im Jahr 2020 dem Tagesspiegel ein Interview gegeben und Sie haben gesagt, die vielen 100 Milliarden Euro, die Regierungen weltweit für die Bewältigung der Corona-Krise gerade bereitstellen, könnten wie ein Turbolader wirken für die große Transformation, die wir brauchen. Letztlich war das fast schon prophetisch. Es ist genauso gekommen. Kann man retrospektiv sagen, die Corona-Krise war ein Glücksfall? Man kann nicht von einem Glücksfall reden im Sinne, es war eine schreckliche Zeit. Das erinnere ich noch gut. Es war keine Zeit, was man wiederholen möchte. Aber was gut war, ist, dass man hat diese Möglichkeit benutzt mit dem Neuaufbau nach der Corona-Zeit, diese Geld dann in grüne Technologien zu investieren. Man hat in die grüne Infrastruktur investiert und auch in Digitalisierungsmöglichkeiten, in die Ausbildung. Man hat wirklich eine Chance gehabt, was anders vielleicht nicht gekommen wäre. Deshalb, Glücksfall, das kann man nicht so sagen, aber auf der anderen Seite auch aus was Schlechtes. Man muss Krisen auch nutzen, um bessere Sachen zu entwickeln. Und Gott sei Dank ist das auch passiert. Eine Krise ist immer auch eine Chance, die man begreifen und nutzen kann. Das ist in diesem Fall geglückt. Vielen Dank, Frau Schröers, für diese lebhafte Schilderung der Ereignisse damals. Wir wollen den Fokus an dieser Stelle noch mal ein bisschen verschieben. Wir haben schon gesprochen über die nationale Politik, über die Beteiligung der Industrie, über die globale Klimadiplomatie. Jetzt wollen wir sprechen über die Rolle der Bürger, die auch ganz wichtig waren. In Anfang der 2020er Jahre, da sorgte ja Fridays for Future, diese globale Klimaprotestbewegung für Wirbel. Gegründet wurde die ja von Greta von Thunberg. Damals war die noch Schülerin in Schweden. Heute kennen wir sie alle als oberste UN-Klimakommissarin. Und die Klimastreiks damals, die haben ja letztlich eine ganze Generation mobilisiert, endlich ernst zu machen beim Kampf gegen die Erderwärmung. Und den Analysen der Historikerin zufolge ist es aber ganz spannend, diese Fridays for Future Bewegung hatte nur deshalb so viel Erfolg, weil die Saat auf fruchtbaren Boden fiel, auf Boden, den andere davor schon bereitet hatten. Und zwar Leute wie die promovierte Politikwissenschaftlerin Arwen Collell, die uns auch zugeschaltet ist und die schon vor 30 Jahren am Berliner Mercator-Institut zum Klimawandel geforscht hat und schon 10 Jahre davor im zarten Alter von 24 Jahren für sich zu dem Schluss gekommen war, das mit der Energiewende kann nur klappen, wenn die Bürger das selbst in die Hand nehmen. Sie waren, Frau Collell, eine der Wegbereiterinnen für einen Meilenstein der Energiewende im Jahr 2021. Da haben nämlich die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Berlin dem Energiekonzern Vattenfall das Stromnetz ihrer Stadt abgekauft und die Energieversorgung dann quasi selbst in die Hand genommen. Wie dick waren die Bretter, die Sie und Ihre Mitstreiterin bei der Genossenschaft Bürgerenergie Berlin, die Sie 2012 gegründet hatten, damals haben bohren müssen, dass es so weit kam? Oh, die waren sehr dick. Die waren wirklich sehr dick. Man kann sich das heute nicht mehr vorstellen. Herr Neumann hat es ja schon beschrieben, wie viel technologischer Wandel passiert ist in den letzten 30 Jahren. Aber was er noch gar nicht, finde ich, genug betont hat, war, wie viel politischer Mut eigentlich in der FDP steckte und in der Regierungskoalition 2021, weil wir da nämlich gesehen haben, dass auf Bundesebene das Wahlalter gesenkt wurde und auf
in allen Bereichen der Nachhaltigkeitstransformation darauf gesetzt wurde, dass alle Menschen mitmachen. Und das war damals, als wir gegründet haben, 10 Jahre davor, Anfang 2012 noch gar nicht so. Da begegneten uns so viele Skeptiker, die sagten, das können die Bürger doch gar nicht, das können die Bürgerinnen und Bürger gar nicht wissen und entscheiden, das sind Expertenthemen. Und wir haben so lange und so hart dafür kämpfen müssen, ernst genommen zu werden als Akteure des Energiesystems, dass als es dann 2021 soweit war, wir wirklich begeistert waren davon, dass die Politik mit uns zusammengearbeitet hat und dass wir Bürgerinnen und Bürger mitbestimmen und mitgestalten durften, dass wir gesagt haben, wir möchten mit investieren, wir bringen Geld mit und Wissen mit und wir möchten uns beteiligen und einbringen und dass die Politik nicht mehr gesagt hat, bitte nein, bitte hier nur die Experten, sondern uns eingeladen hat. Das war unglaublich toll. Es gab ja wirklich eine rasante Entwicklung damals. Also Bundestagswahl 2021, die Grünen erringen die Führung. Annalena Baerbock wird Bundeskanzlerin, mit der FDP dann zusammen in der Koalition. Viele Dinge auf den Weg gebracht, Sie haben es schon gesagt. Im selben Jahr dann noch hat die Bundesregierung den Klimanotstand ausgerufen und es dadurch möglich gemacht, dass Bürger viel niederschwelliger, als es davor möglich war, selbst aktiv werden konnten. 2022 dann letztlich das Wahlrecht für unter 16-Jährige, das nochmal zu einem politischen Drive dann geführt hat. Die Grünen haben dann bei der nächsten Wahl 2025 sozusagen fast die absolute Mehrheit erreicht, weil sie viele Stimmen der jungen Wähler bekommen haben. Wie wichtig war retrospektiv gesehen die Fridays for Future-Bewegung, um diese Dinge ans Rollen zu bringen? Ich glaube, die waren sehr wichtig. Frau Schreuers hat es vorhin schon angesprochen, es gab ja nicht nur die Klimakrise 2020 und 2021, sondern wir waren in einer globalen Pandemie. Und ich erinnere mich noch an das Jahr, an den Jahresbeginn 2021, wie müde waren wir alle, wie erschöpft davon, dass wir versucht haben, alles gleichzeitig zu schaffen. Die Schulen waren zu, die Kitas waren zu, wir haben zu Hause nachts gearbeitet und tagsüber versucht, Deutschunterricht für unsere Zweitklässler zu machen. Und das ist heute alles vergessen. Aber wie viel Schwung das gegeben hat, zu wissen, es gibt diese Bewegung von Schülerinnen und Schülern, die nicht müde werden, nach vorne zu gucken und uns immer wieder daran erinnert haben, zu sagen, es ist nicht nur diese Woche oder dieser Monat, sondern wir müssen ganz weit den Blick immer wieder in die Zukunft richten. Das war ganz wichtig. Und dass es dann diesen Schub auch gegeben hat, Menschen mitmachen zu lassen. Ich glaube, das lag auch daran, dass die Fridays for Future-Bewegung gezeigt hat, wir sind kein Strohfeuer, wir bleiben dran. Mhm. Das war ja wirklich was jeden Freitag auf der Straße passierte, über Jahre hinweg. Und diese Authentizität war es, glaube ich, auch an ganz vielen Stellen, die gezeigt hat, das sind nicht junge Spinner, die halt den Freitag frei haben wollen, sondern die bleiben wirklich dran an dem Thema, die wissen, worüber sie reden. Und das hat unglaublich viel gebracht. Ihr Beispiel, dass Bürger, das Beispiel aus Berlin, dass Bürger sozusagen ihre Energieversorgung selbst in die Hände nehmen, die Verantwortung für die Infrastruktur übernehmen, hat ja weltweit Schule gemacht. Power to the people kennen wir heute alle. Das ist ein globaler Selbstläufer geworden. Aber es hat auch noch weitergeführt. Bürgerbeteiligung haben wir heute auch bei ganz vielen Verwaltungsakten auf vielen Ebenen. Wir haben Bürgerinnenforen, wo sich Bürger zu Wort melden können, einbezogen werden in Entscheidungsprozesse. Wir haben Zukunftsanwältinnen und Anwälte in allen wichtigen Entscheidungsgremien sitzen, mit Vetorecht, die im Namen künftiger Generationen bestimmte Entscheidungen verhindern können. Wie haben Sie diese Aufbruchphase der Bürgerbeteiligung damals erlebt? Das war ja extrem dynamisch. Ja, es klingt natürlich rückblickend, denkt man immer, ach, da gab es einzelne Wegbereiter. So, ich habe das Gefühl, wenn ich zurückschaue, es waren ganz viele kleine Steine, die rollten und rollten und es wurden immer mehr. Und 2021 war es irgendwie so weit, dass wir diese Lawine hatten aus Projekten, aus Energieprojekten. Da waren wir eins davon, aber die gab es in so vielen Ländern. Aber auch Projekten, die Bürgerräte gefordert haben, die gesagt haben, wir wollen bei den Haushalten mitentscheiden, wir wollen im Verkehr mitentscheiden, wir wollen eine neue Landwirtschaft. Und irgendwie hat es diese Welle kleiner Steine geschafft, gemeinsam so viel Momentum aufzubauen. Und ich glaube, was ein Faktor daran war, ist, dass diese kleinen Projekte sich am Ende alle ziemlich ähnlich waren. Egal, ob sie von Energie gesprochen haben oder von Landwirtschaft gesprochen haben oder von Verkehr gesprochen haben. Es ging um Gemeinschaft. Es ging darum, gemeinsam etwas zu tun. Es ging um das Gefühl, ich darf wirklich mitbestimmen und meine Stimme wird gehört und ernst genommen.
weil ich Verantwortung übernehmen möchte. Und dadurch entstand, glaube ich, bei ganz vielen Menschen so ein Gefühl von Empowerment, von Ermächtigung. Ich bin auch wer. Und gemeinsam sind wir stark, umso mehr. Und das war wirklich, wirklich toll zu spüren, auch diese Gemeinschaft der Projekte, wie wir uns international unterstützen konnten. Wir hatten so viel Austausch, wo wir gemerkt haben, ganz egal, wie unsere nationale Regulierung vielleicht aussieht in dem Moment oder wie unsere Märkte strukturiert waren, gab es diese gemeinsame Ebene der Ressourcen, die wir anzapfen konnten aus Gemeinschaft. Vielen Dank, Arvin Kollel, für diese Schilderung der Anfänge der Bürgerenergie, aber auch der Bürgerinnenbeteiligungsbewegung, die heute ganz selbstverständlich ist, das früher aber gar nicht war. Also wir haben gelernt, gesellschaftliche Trägerschaft war ganz wichtig fürs Gelingen der Energiewende, genau wie die beiden anderen Erfolgsfaktoren, über die wir gesprochen haben, nämlich klare politische Rahmenbedingungen, die Innovation und Investitionen fördern in neue Technologien, aber auch eine erfolgreiche globale Klimadiplomatie, die auch für einen international fairen Lastenausgleich gesorgt hat. Heute wissen wir natürlich alle, dass diese drei Säulen letztlich entscheidend waren, damit die Energiewende gelingen konnte. Aber vor 30 Jahren, als unsere drei eben gehörten Zeitzeuginnen aktiv waren, da war noch nicht mal klar, ob und wie die Menschheit überhaupt rechtzeitig in die Gänge kommen würde, um mit dem Klimawandel tatsächlich zurechtzukommen. Und ich glaube, man kann heute schon sagen, diese drei, wir haben's, waren mitbeteiligt, wir haben es zum Teil ihren Ideen, ihrem Mut und ihrem Weitblick zu verdanken, dass wir heute sagen können, wir sind in ein klimaneutrales Zeitalter eingetreten. Und ich finde, an dieser Stelle kann man schon mal sagen, danke dafür, toll, dass wir das alle gemeinsam geschafft haben. Das war eine ziemliche Leistung, finde ich. Und mit dieser positiven Nachricht geht die heutige Ausgabe unseres History Talks auch schon zu Ende. Wir haben gesprochen über Momente, Menschen und Meilensteine, die entscheidend dafür waren, dass die Energiewende gelungen ist. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen Gästen, dass sie ihre Erinnerungen und Eindrücke mit uns geteilt haben. Vielen Dank an die Zeitzeugen Arvin Kollel, Miranda Schröers und Martin Neumann. Wir stehen alle in ihrer Schuld. Vielen Dank. Machen Sie es gut. Und wenn Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, diese Sendung gefallen hat, empfehlen Sie uns gerne weiter oder treten Sie in Kontakt mit uns über die Chatfunktion auf diesem YouTube-Kanal. Sie wissen schon, wir freuen uns auf Ihr Feedback. Danke fürs Zuschauen. Machen Sie es gut. Wir sehen uns. Und vermutlich sogar früher, als Sie denken. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie sehen, wir sind immer noch hier und senden immer noch live aus dem Futurium in Berlin. Aber wenn Sie ganz genau hinschauen und uns hinreichend wohlwollend gesinnt sind, dann können Sie jetzt bemerken, dass meine Gäste und ich alle plötzlich um rund 30 Jahre jünger wirken. Unsere Gesichtsfalken haben sich ein bisschen geklättet. Die männlichen Teilnehmer der Diskussionsrunde haben etwas mehr Haare auf dem Kopf als vor 2 Minuten noch. Wir sind jetzt nämlich vom Jahr 2050 zurückgesprungen in das Jahr 2021. Von der rosigen Zukunft, die wir uns gerade ausgemalt haben, zurück in die Gegenwart, ins Jetzt, hier und heute. Und wir wollen diesen ja ganz bewusst herbeigeführten Perspektivwechsel nutzen, um in den nächsten 45 Minuten drüber zu sprechen, was jetzt bald passieren muss, damit wir das wirklich hinbekommen mit der Energiewende und dem Erreichen und dem Einhalten des 2-Grad-Ziels. Dabei interessiert uns natürlich auch, was Sie über all diese Dinge denken. Deswegen die herzliche Einladung, bringen Sie sich gerne ein, nutzen Sie die Chat-Funktion auf dem YouTube-Kanal, um uns Ihre Kommentare und Ihre Fragen zu schicken. Wir freuen uns auf Ihre Diskussionsbeiträge. Und damit Sie noch ein bisschen Zeit haben nachzudenken, was Sie gerne fragen würden, würde ich gerne eine vierte Expertin mit in die Runde holen. Deren Aufgabe ist es uns nach unserer Rückkehr aus dem Jahr 2050 jetzt hier in der Gegenwart ordentlich einzunorden. Die Dame heißt Heike Brugger. Ich kann sie schon sehen. Hallo, Frau Brugger. Frau Brugger wird uns helfen, einen kurzen Realitätscheck zu machen, denn wir wollen jetzt herausfinden, wie weit sind wir eigentlich entfernt von dieser rosigen Zukunft, die wir uns 2050 ausgemalt haben. Wo stehen wir heute und was müssten wir tun, um dahin zu kommen? Das sind die spannenden Fragen. Und Dr. Heike Brugger kennt sich aus mit sowas. Sie hat Politikwissenschaften, Mathematik und Physik studiert und schon in ihrer Doktorarbeit sich mit der Energiewende in Deutschland befasst. Sie arbeitet heute als Projektleiterin am Kompetenzzentrum für Energiepolitik und Energiemärkte des Fraunhofer Instituts für System- und Innovationsforschung in Karlsruhe. Herzlich willkommen, Frau Dr. Brugger. Guten Abend.
Frau Dr. Brucker, Sie und Ihre Kollegin am Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung arbeiten sehr viel mit Computermodellen. Sie spielen Szenarien für die Transformation des Energieversorgungssystems durch, in Deutschland, aber auch global. Damit wir uns das vorstellen können, wie muss man sich Ihre Arbeit ganz konkret vorstellen? Was bedeutet Modellierung in diesem Kontext Energiewende? Ja, ich denke, das Wort durchspielen trifft schon ganz gut. Also es hat auf unserer Seite sehr viel mit Tüftelei und Spielerei auch zu tun, wenn man dafür ein Faible hat. Was wir machen, ist, dass wir eben die Systeme, die wir haben, sowohl jetzt auf der Nachfrageseite, welche Energiebedarfe haben wir, aber auch wie entwickeln sie sich in der Zukunft, dass wir die modellieren, dass wir uns anschauen, welchen Energiebedarf haben private Haushalte, welchen Energiebedarf haben wir in dem Verkehr, wo fällt der Energiebedarf auch an. Und auf der anderen Seite dann eben die Angebotsseite zu modellieren. Also welche Energiequellen haben wir derzeit zur Verfügung? Welche Infrastruktur haben wir zur Verfügung? Welche Infrastruktur müssten wir dann auch umbauen, um neue Nachfragen zu decken? Und da gehören dann auch beispielsweise eben die Kosten dazu. Ja? Also wie können wir unser Energiesystem transformieren und wie viel würde das kosten? Genau. Jetzt haben wir ja schon das ambitionierte Ziel gehört, das offiziell ausgegeben ist, bis 2050 global ganz ohne fossile Energieträger auszukommen, ohne Kohle, Öl und Erdgas. Das geht nur, wenn man massiv auf Erneuerbare setzt. Deutschland hat schon vor gut 10 Jahren entschieden, das zu tun. Fangen wir mal mit dem Ist-Stand an. Wo stehen wir denn gerade bei der Energiewende? Wie weit sind wir bisher gekommen? Was haben wir schon geschafft? Was verraten die Zahlen da und die Modelle? Also wenn wir uns angucken und schauen, wie weit sind wir schon gekommen, dann sind im Prinzip 3 Zahlen für uns hier entscheidend, mit denen wir arbeiten. Das ist einmal die Frage nach den Treibhausgasemissionen, die Frage nach den Anteilen von erneuerbaren Energien im Stromsektor, aber natürlich auch in anderen Bereichen wie in der Wärme oder im Verkehr, und die Frage nach Effizienzzielen. Also wie kriegen wir dieselben Energiebedarfe gedeckt mit weniger Einsatz der Energie? Und das sind die 3 Zahlen, die wir uns angucken, mit denen wir uns intensiv beschäftigen. Die Treibhausgasemissionen, da haben wir ja bis 2030 das Ziel, auf 55% runterzukommen, immer im Vergleich zu 1990, und hatten uns für 2020 das Ziel von 40%, also -40% gesteckt. Das haben wir jetzt, wie wir seit letzter Woche wissen, ganz, ganz knapp erreicht. Gerade so. Bei 40,8% gelandet, genau. Und dieses gerade so mit allem, was wir wissen, was im letzten Jahr passiert ist, mit sehr eingeschränkter Mobilität im vergangenen Jahr, mit dem Einbruch des Wirtschaftswachstums und so weiter. Also wir haben die Ziele gerade so erreicht, was die Emissionen angeht. Im Strombedarf haben wir, oder in der erneuerbaren Energieversorgung haben wir ein Ziel von, oder sind wir derzeit bei 45% erneuerbaren Energie im Stromsektor. Und haben uns für 2030 das Ziel von 65% im Strom gesetzt. Das ist aber noch deutlich auch von dem entfernt, wo wir hinwollen. Also weil wir jetzt bislang nur vom Strom reden, in den Verkehr oder in der Wärme sieht es nochmal komplett anders aus. Da sind wir deutlich niedriger noch, was die erneuerbaren Zahlen angeht. Ich habe gelesen, aktuell wird unser Energiebedarf in Deutschland zu etwa 17% komplett aus Erneuerbaren gedeckt. Also beim Strom sieht es ja gut aus, da haben wir fast schon die Hälfte aus Erneuerbaren. Aber wenn man über alles summiert, ist man bei 17%. Das heißt, 4/5 stammen immer noch aus fossilen Quellen. Wie kommen wir da runter? Genau, also das sind insbesondere eben die Sektoren Gebäude und Verkehr, die da eine große Rolle spielen. Wir sehen auch bei den Zahlen eben, die wir für 2030 berechnen, da sind auch gerade Gebäude und Verkehr die großen Sorgenkinder, weil wir die eben nicht einfach durch erneuerbaren Strom ersetzen können. Und hier braucht es klar im Verkehr zum einen Umstieg auf Elektromobilität, einen verstärkten, schnellen Umstieg auf Elektromobilität, aber eben auch eine Frage, welche Energiebedarfe wollen wir überhaupt erzeugen? Also muss es der große SUV sein? Haben wir vielleicht auch, können wir auch den Bedarf an der einen oder anderen Stelle steuern oder senken? Genau, und was die Gebäude angeht, ist es im Prinzip, haben wir Möglichkeiten und die technologischen Möglichkeiten, die auch vorher angesprochen wurden, die werden natürlich immer mehr,
Wir sprechen über Wärmepumpen, wir sprechen über Fernwärmeversorgung. Also da gibt es schon technologische Möglichkeiten. Wir sprechen aber auch über Gebäudesanierung beispielsweise, die viel zu langsam voranschreitet und wo deutlich was passieren muss in den nächsten Jahren. Frau Brucker, letzte Frage an Sie in dieser Zweierrunde. Welchen Einfluss haben die Szenarien, die Sie durchrechnen, eigentlich letztlich auf die Politik, die in Berlin und anderswo gemacht wird? Also den Einfluss oder die Rolle, die die Szenarien spielen, ist insofern eben, wie Sie es gesagt haben, wir spielen die unterschiedlichen Szenarien durch. Das heißt, wir müssen nicht erst in 2030 landen, um rauszufinden, wie viel uns das Klimaschutzgesetz bringen wird. Wir haben letztes Jahr sehr deutlich vorgerechnet, dass die Klimaschutz oder die Maßnahmen im Klimaschutzgesetz nicht ausreichen werden, um die Ziele in 2030 zu erreichen. Insbesondere im Verkehr und in den Gebäuden und auch in der Energiewirtschaft, dass da einfach viel schneller Erneuerbare reinkommen müssen. Das heißt, wir müssen nicht 2030 abwarten, um weitere Maßnahmen zu treffen und Entscheidungen zu treffen, weil wir jetzt schon sagen können, dass die Maßnahmen, wie sie im Moment bestehen, nicht ausreichen. Das heißt, was damit letztendlich passiert und wie die Ministerien auf diese Ergebnisse reagieren, ist dann nochmal die zweite Frage. Das heißt, das, was Sie tun, trägt letztlich dazu bei, dass man genau überwachen kann, ob man auf dem richtigen Pfad ist und an der einen oder anderen Stelle noch Stellschrauben anziehen muss, wie das jetzt zum Beispiel im Bereich Gebäude passieren muss, weil da wird der Bundesbauminister bald ran müssen und Vorschläge machen, wie er auch künftig die Ziele erreichen will, die er in diesem Jahr dann knapp verfehlt hat, im vergangenen Jahr knapp verfehlt hat, was die CO2-Emissionen angeht. Genau. Ich würde an dieser Stelle ganz schnell mal auf die ersten Zuschauerreaktionen eingehen, die uns erreicht haben, bevor wir dann die Diskussion in der großen Runde eröffnen. Und zuerst nochmal die Ergebnisse in der Twitter-Umfrage hier verkünden. Wir haben ja gefragt auf Twitter im Vorfeld der Veranstaltung, was ist der wichtigste Faktor, um die Energiewende zu schaffen? Und fast die Hälfte der Leute, die dort geantwortet haben, es waren über 800, wenn ich es richtig weiß, 47,7% sagen, globale Zusammenarbeit ist entscheidend, damit wir da weiterkommen. 31,9% sagen, neue Technologien, das ist das, worauf es ankommt. 13,6% sagen, engagierte Bürger, das vor allem brauchen wir. Und immerhin 7 oder 6,8% sagen, naja, läuft doch eh schon alles super. Machen wir die Runde auf, gucken wir gleich auf die ersten Hörerfragen. Zunächst aber die Frage in die Runde aller Teilnehmer jetzt, in der Jetztzeit, nicht mehr in den Zukunftsszenario 2050, wo wir eingestiegen sind. Die Frage an jeden von Ihnen, wo sehen Sie denn aktuell die größten Hürden? Wir haben gerade schon gehört, wir wissen, wo wir hinwollen. Wir wissen aber, dass wir eigentlich noch zu langsam und zu halbherzig unterwegs sind. Woran hakt's? Herr Neumann, was meinen Sie? Wärmepumpen sind schon gefallen, aber woran sonst noch müssen wir arbeiten? Ja, also sind eine ganze Reihe von Faktoren hier genannt worden. Also was mir tatsächlich fehlt, also es ist ja gesagt worden, dass ein großer Teil im Bereich der Energiewende, was also Wärme, Gebäude, Verkehr betrifft, da wirklich riesengroße Lücken noch bestehen. Also meiner Ansicht nach, wir haben es ja an verschiedenen Gesetzgebungsvorhaben schon mal dargestellt. Also zum Beispiel im Bereich der Gebäude, also das Gebäudeenergiegesetz, da haben wir ganz klar drauf gesetzt, also jetzt nicht die Technologie vorzuschreiben, sondern klar zu machen, wie viel CO2 wird sozusagen umgesetzt. Also das heißt, das Ziel muss sein, die CO2-Emissionen dramatisch zu senken. Und wir wissen ja, Regionen sind unterschiedlich. Auch wir möchten im Grunde genommen auch Motivation geben, also wirklich frei zu entscheiden, zu wissen, wo es hingehen muss, also welche Technologien spielen, in welchem Mix eine entsprechende Rolle. Und was mir dann auch noch fehlt, auch aus der Energie, aus dem EEG beispielsweise, dass wir viel, viel stärker, ich sage mal so, dass die Eigenversorgung, das Thema Motivation über dieses Herangehen, dieses Mitnehmen und Nutzen von erneuerbaren Energien, weniger mit Verboten. Ich glaube schon, dass es Orientierung geben muss. Wir werden viel stärker auf das Thema Energieberatung setzen müssen, qualifizierte Energieberatung, weil ich glaube, ich kenne wenig Menschen, die da kein Interesse haben. Man muss es nur wecken, man muss die Diskussion ernster führen, das nicht zu kompliziert machen. Vieles gerade, was wir im EEG gemacht haben, die Novelle, die kurz vor Weihnachten durchgepeitscht wurde, muss aus meiner Sicht novelliert werden. Da geht es darum, wie kriegen wir also auch das, die Anlagen, die wir jetzt 20 Jahre in der Förderung hatten, wie kann man die nutzen, die brauchen wir.
um letztendlich ausreichend Energie bereitzustellen. Also eine ganze Kette von Maßnahmen, die meiner Ansicht nach eine Rolle spielen. Und was mir ganz, ganz wichtig ist, es wird so nicht reichen, wie wir das jetzt machen, sondern wir brauchen weitere Energieträger. Wir brauchen einen Mix von Energieträgern, die kombiniert werden, die also intelligent über Digitalisierung verbunden werden müssen. Also wir brauchen viel mehr, also ein stärkeres Engagement noch. Und wir müssen natürlich auch gerade bei den Gesetzen darauf achten, dass es alles nicht zu kompliziert ist. Die Menschen müssen das verstehen, die wollen mitgenommen werden. Also das sind meiner Ansicht nach die wichtigen Punkte. Frau Kollell, jetzt hat Herr Neumann das Stichwort Bürgerbeteiligung, die Bürger mitnehmen angesprochen. Das muss ja auch in Ihrem Sinne sein. Wo sehen Sie, deswegen der Ball an Sie weitergespielt, wo sehen Sie denn aktuell die größten Hürden? Wer bremst da auf unserem Weg in eine klimaneutrale Zukunft gerade? Ich weiß gar nicht, ob es die eine Bremse gibt. Ich glaube, es gibt ganz viele kleine Bremsen an ganz vielen Stellen, die letztlich immer noch daher rühren, dass wir an ganz vielen Stellen darauf setzen, dass es technologische Innovationen geben wird, die das irgendwie richtet im Energiesystem. Und die Bürgerinnen und Bürger, die müssen wir nur dazu kriegen, dass sie es akzeptieren, sozusagen diese neuen Technologien. Und ich glaube aber, dass diese Technologieoffenheit, die Herr Neumann angesprochen hat, dass das einhergehen muss, damit zu sagen, wir gehen auch neue Wege und eröffnen neue Möglichkeiten, teilzuhaben. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass wir die finanzielle Teilhabe von Kommunen stärken im Bereich des Ausbaus erneuerbarer Kapazitäten. In dem Moment, wo zugebaut wird, hat die Kommune auch unmittelbar was davon. Das kann bedeuten, dass wir Bürgerinnen und Bürger nicht nur konsultieren und informieren, sondern dass wir sie wirklich mitentscheiden lassen über die Technologien, die ausgewählt werden, über die Standorte, wo zugebaut wird. Und ich glaube, da gibt es ganz viele kleine Stellschrauben. Letztlich zum Beispiel auch, wenn wir darüber nachdenken, wie strukturieren wir eigentlich Preise und Märkte? Kann ich nicht vielleicht Tarife haben, die mir die Möglichkeit geben, meinen Energieverbrauch so daran anzupassen, dass er dem Netz dient? Wenn wir sagen, wir wollen den Wärmesektor schneller dekarbonisieren, dann heißt das auch, dass wir über die Sektorkopplung nachdenken müssen und sagen müssen, die Kilowattstunde Strom, so viel wie sie zurzeit kostet im Stromvertrag, die ist in der Wärme nicht wettbewerbsfähig mit fossilen Energieträgern. Da müssen wir ran. Und insofern glaube ich, da gibt es eben ganz viele kleine Stellen, wo wir die Menschen einerseits als Bürgerinnen und Bürger an ihrer Mitbestimmung beteiligen müssen, aber auch in ihrer aktiven Verbraucher- und Verbraucherinnenrolle sehen müssen. Frau Schröers, wie sehen Sie das mal speziell mit Blick auf die globale Ebene? Also Bürgerinnen, nationale Politik ist das eine, aber letztlich global vorankommen wir ja wirklich nur, wenn es gelingt, alle großen Länder mit an Bord zu nehmen. Wo sind denn da die Stellschrauben und mit welchen Anreizen kann man arbeiten, um Länder, die bisher noch nicht so arg willig sind, da mitzuziehen, auch mit an Bord zu kriegen? Naja, ich glaube, dass das ein sehr wichtiger Schlüssel wird sein, was passiert in den USA, ob Joseph Biden seinen Plan durchsetzen kann. Wenn er das durchsetzt, die Idee, dass man ein großes Innovationspaket entwickelt, dass man investiert in Infrastruktur, aber auch grüne Infrastruktur, dann hat man eine Möglichkeit, vielleicht bei die Verhandlungen im Ende dieses Jahr in Glasgow ein bisschen voranzukommen. Aber was total schwierig zurzeit ist, ist, dass man hat überall Populismus. Man hat auch viele Leute, die in Armut reinfallen wegen der Corona-Krise. Da wird natürlich ganz viel Kämpfe sein, über wie man Finanzierung in die nächste Zeit benutzt. Und das wird schwierig sein. Und auch in China, wir haben gerade den neuen 14. Fünfjahrplan Chinas gesehen. Und das ist leider ein bisschen weniger ambitioniert, als wir tatsächlich brauchen für den Klimawandel. Ich würde gerne auf die erste Hörerfrage eingehen, die uns erreicht hat, über den YouTube-Chat, wo Sie sich gerne immer noch beteiligen können. Antonia Röttger hat eine Frage an Heike Brugger und Martin Neumann, die ich gerne weiterreiche. Sie fragt, muss man nicht auch über Suffizienz sprechen, also über eine Reduzierung unseres Konsums, weil sie fragt, ist es möglich, 2050 den Energiebedarf von 10 Milliarden Menschen mit jeweils einem eigenen Elektro-SUV zu decken? Das gebe ich gerne mal weiter. Frau Brugger, wie sehen Sie das? Welche Rolle spielt das in Ihren Szenarien und Modellrechnungen? Ob Leute bereit sind, sich einzuschränken, ihren Konsum vielleicht etwas zurückzufahren?
Ja, sehr, sehr spannende und wichtige Frage. Wenn wir darüber nachdenken, wie kriegen wir die Energieversorgung erneuerbar hingestellt, dann haben wir genau die drei Stellschrauben. Also einmal Suffizienz, Reduzierung tatsächlich des Bedarfs, die Möglichkeit, Dinge effizienter zu machen und nur, was wir über Suffizienz und Effizienz nicht hinkriegen, dann erneuerbar zu gestalten. Also das sind die drei Schritte. Welche Rolle spielt jetzt die Suffizienz in unseren Szenarien? Eine sehr, sehr eingeschränkte Rolle und da bin ich auch große Verfechterin für, und zwar deshalb, weil wir es uns damit und insbesondere der Politik damit extrem einfach machen würden. Wenn wir jetzt sagen, wir gehen davon aus, dass die Bürgerinnen und Bürger komplett aufs Fahrrad umsteigen, was wir im Moment einfach noch nicht sehen und wo der Trend nicht hingeht, dann machen wir es dem Verkehrsministerium extrem einfach, die Ziele zu erreichen. Und da werden wir nicht hinkommen, wenn nicht die Maßnahmen dahinter stecken. Ähnliches sehen wir bei den Wohnflächen beispielsweise. Also wenn wir mit extremen Suffizienzannahmen, was wir manchmal machen, aber in expliziten Suffizienzszenarien, wenn wir mit extremen Suffizienzannahmen reingehen, verzerrt es einfach das, was in der Politik notwendig ist, um dahin zu kommen. Und deswegen machen wir das nur sehr eingeschränkt und wenn dann extrem explizit, damit klar wird, dass diese Annahmen da drin stecken in den Szenarien. Nicht wegen der mangelnden Bedeutung der Suffizienz, sondern weil wir die Politikmaßnahmen brauchen, die uns dahin bringen. Herr Neumann, Sie haben gerade schon gesagt, Verbote sind sozusagen nicht Ihres. Dafür steht die FDP ja auch nur eingeschränkt. Aber was sagen Sie? Müsste man den Menschen nicht an mancher Stelle vielleicht auch ehrlich sagen, bestimmte Dinge müssen gar nicht unbedingt sein und ein kleineres Auto tut es auch, nur mal so als Beispiel? Also man muss Anreize schaffen. Das ist sozusagen mein Prinzip auch. Und es muss ja am Ende, so habe ich es ja vorhin schon auch gesagt, es muss am Ende auch, ich sage mal, eine Überzeugung kommen. Das beginnt, wie gesagt, in der Schule ordentlich mit Energie das Thema überhaupt zu sensibilisieren. Ich glaube, da haben wir viel Nachholbedarf aktuell auch gerade was, wie gesagt, beginnend in der Schule. Wir haben ja einige Projekte, die beginnen bereits in der Vorschule, Haus der kleinen Forscher, also Umgang naturwissenschaftlicher Art. Aber jetzt zurück zur Frage. Ich gehe davon aus, dass der jetzige, gerade jetzt mal auf Deutschland bezogen, aber insgesamt der Energieverbrauch wird nicht sinken aus meiner Sicht, weil viele Dinge, die wir also auch haben und die zu einem, ja, ich will nicht sagen luxuriösen, aber zu einem wirklich ja, vernünftigen Leben gehören. Jetzt kommt es aber darauf an und ich glaube, da sind die entsprechenden Spielräume. Wenn wir von Effizienz sprechen, klingt ja immer so technisch und so kompliziert, aber es muss meiner Ansicht nach darauf ankommen, Energie wirklich so einzusetzen, dass Energie nicht in Anführungsstrichen verloren geht, sondern dass wir wirklich effizient das nutzen. Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, das Thema Digitalisierung, künstliche Intelligenz. Das, glaube ich, muss unendlich stärker ausgebildet werden, weil sich dann auch Innovationen bilden. Ich bin der festen Überzeugung, also man kann sicherlich den Rahmen geben. Wir sind ja auch wir sind nicht gegen Ordnungspolitik, aber sie muss möglicherweise nur der Teil sein, der Grenzen definiert. Und andererseits brauchen wir wirklich die Innovation, die Überzeugung der Menschen, denn auf Dauer wird man das nicht anders machen können. Und ich glaube schon, da ist viel passiert in der Vergangenheit. Ich glaube aber, dass noch viel Luft nach oben ist, weil man dann auch tatsächlich die Überzeugung, das Vertrauen der Menschen hat. Denn ich meine, was wollen die Menschen? Die wollen das sich leisten können, bezahlbar. Und es muss am Ende aber auch ein Preissignal geben, dass ich mir bestimmte Sachen, die dann Geld kosten und damit natürlich auch eine gewisse ja, Steuerungsfunktion haben. Also nicht grenzenloses Wachstum, aber es muss auf jeden Fall die Möglichkeit geben, mithilfe wirklich intelligenter Technik und verschiedener anderer Formen, die also dann noch zu diskutieren. Ich glaube, wir haben noch nicht alles ausgelotet. Da wird sich auch in den nächsten Jahren jetzt auch mit der Umstellung Ausstieg aus der Kernenergieverstromung, Ausstieg aus der Kohleverstromung, da werden sich mit Sicherheit, wenn wir den Rahmen richtig setzen, politisch unendlich viele Dinge noch ergeben, an die wir noch gar nicht denken vielleicht. Ja, Neumann, Sie haben ein spannendes Stichwort genannt, Kohleausstieg. Da würde ich gerne einhaken. Wenn wir dieses Reduktionsziel -55% an Treibhausgasemissionen bis 2030, was aktuell ja EU-weit
und auch noch deutschlandweit gilt, aber deutschlandweit vielleicht verschärft werden soll. Wenn wir dieses Ziel erreichen wollen, dann müssten wir den Stromsektor schon 2040 komplett ohne fossile Energieträger betreiben. Und das steht ja im Widerspruch dazu, dass weltweit neue Kohlekraftwerke geplant werden, gebaut werden, auch in Europa. In Deutschland ist vor kurzem ja auch noch eins ans Netz gegangen. Meine Frage ist, ich habe gelesen, die G20-Staaten subventionieren Kohleförderung derzeit mit 40 Milliarden Dollar pro Jahr, also mit einer Menge Geld. Wenn wir uns jetzt fragen, warum kommen wir da eigentlich nicht weiter, müsste man nicht da erstmal anfangen und sagen, wir brauchen ein Moratorium für neue Kohlekraftwerke, auf das man sich global einigt? Frau Schröers, wäre das was, womit man punkten kann bei so einer Klimakonferenz? Ich glaube, es ist wichtig, dass so was passiert. Wir müssen wirklich uns von der Kohle wegkriegen in so kurzer Zeit wie möglich. Jede neue Kohlekraftwerk, was gebaut wird, ist ein Problem für die Erreichung von den Zielen. Und deshalb brauchen wir eine Struktur, wo wir Entwicklungsländer auch helfen, mit anderen Möglichkeiten Energie zu entwickeln. Das kann natürlich Energieeffizienz auch sein. Da gibt es unglaublich viele Möglichkeiten noch mit Verbesserung von Energieeffizienzbereichen. Aber man kann auch viel machen mit der Ausbau der erneuerbaren Energien oder was Arvind Goyal vorher gesagt hat, die Sektorkopplung. Das sind Möglichkeiten, was man angehen kann. Und das sind auch Möglichkeiten, was bisher noch nicht gesprochen sind. Da ist die ganze Diskussion über Pflanzen und Bäumen, in Begrünung der Welt. Wir haben in den letzten Dekaden so viel Wälder weggetan. Wir brauchen jetzt viel mehr auch im Biodiversitätsbereich. Und deshalb können wir, wenn wir entscheiden über manche Maßnahmen, die so eine Verteilung haben, dass keiner die ganze Kosten auf sich selbst nimmt, aber dass wir verteilen diese Kosten, dann muss es auch möglich sein. Aber die politische Wille ist natürlich, was hier sehr, sehr, sehr schwierig ist. Mhm. Frau Brugger, schauen wir noch mal konkret auf die Szenarien, die Sie und Ihre Kollegen ja durchrechnen. Ich habe eine Studie vom Fraunhofer ISE, Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme, gesehen. Sie kennen die bestimmt auch. Die haben mal durchgerechnet, was in Deutschland passieren müsste, damit wir bis 2030 ein verschärftes Klimaschutzziel -65% Reduktion der Treibhausgasemissionen erreichen könnten. Darüber denkt die Bundesregierung gerade aktiv nach, als Reaktion auf die verschärften Vorgaben auch aus Brüssel. Und das würde nach dieser Studie ganz konkret bedeuten, dass wir die Leistung erneuerbarer Energien, die wir in Deutschland installiert haben, bis 2030 verdreifachen müssten. Das heißt, wir müssten ganz vereinfacht gesagt jedes Jahr 1000 neue Windkraftanlagen irgendwo bauen und sind derzeit natürlich sehr weit davon entfernt, das zu erreichen. Sind diese Dimensionen, die wir da brauchen, sind die aus Ihrer Sicht machbar und realistisch? Also unter den jetzigen Umständen im Moment nicht. Da muss sehr, sehr viel politischer Druck und sehr viel politischer Wille kommen, damit das möglich ist. Wir bauen im Moment so um die 8 Gigawatt Erneuerbare zu jährlich. Das ist einfach viel oder haben in den letzten 10 Jahren das etwa zugebaut. Und die Szenarien, um uns 2035, 2040 treibhausgasneutral zu kriegen, die sprechen auch von einem Faktor 5, 6, den wir da bräuchten. Also die Anstrengungen sind deutlich zu niedrig. Positiv gesehen, es gab schon Jahre, in denen die unterschiedlichen Erneuerbaren zusammen deutlich stärker zugebaut haben. Wenn man da wieder was macht und der politische Wille da ist, wäre da sicherlich auch ein stärkerer Zubau möglich. Die Verfünffachung, ja, würde ich im Fragezeichen dahinter setzen. Dasselbe Beispiel, dieselbe Studie erwähnt auch die Elektromobilität. Wir brauchen ja auch im Verkehrssektor endlich eine Wende, wo die Treibhausgasemissionen seit Jahren stagnieren. Da kommen die Experten zu dem Schluss, wir müssten eigentlich in den nächsten 10 Jahren, also bis 2030, jedes Jahr, ich glaube, 1,8 Millionen Elektro-, also Batterieautos in Deutschland zulassen. Das ist ungefähr 10-mal so viel, wie wir gerade im letzten Jahr geschafft haben. Also auch da eine ziemliche Hürde, die klar macht, wir müssen jetzt richtig in die Gänge kommen. Oder Herr Neumann, wie sehen Sie das? Also das ist in der Tat ein interessantes Thema. Ich glaube aber nicht,
dass es wirklich Sinn macht, sich ausschließlich auf eine Technologie zu begrenzen. Wir brauchen ja gerade auch das Thema Batterien, hatten Sie angesprochen. Ich glaube, wir haben mit der Energiewende natürlich auch eine Rohstoffwende. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Also entweder tatsächlich völlig neue also Materialien zu erforschen, die notwendig sind. Ansonsten würde ich mal sagen, jetzt etwas übertrieben vielleicht, aber wir machen uns clean und das zulasten anderer. Das kann meiner Ansicht nach nicht das Thema sein. Es muss immer um das Ziel gehen, CO2 einzusparen. Alles andere, glaube ich, ist dann ist etwas, was meiner Ansicht nach auch nicht zum Ziel führt. Wir brauchen also die Gemeinsamkeiten, wir brauchen also auch letztendlich die Überzeugung, dass wir mit einer Vielfalt an Energieträgern, an Technologien immer an dem Ziel arbeiten, wie kriegen wir CO2-Emissionen gelöst. Und ich glaube, da ist unendlich viel Power noch drin und Möglichkeiten. Hier sollten wir uns nicht beirren lassen. Also ich bin immer dagegen, dass wir jetzt so tun, alles zu elektrifizieren. Da bin ich wirklich nicht überzeugt, dass das der Weg sein kann, sondern es muss diese Vielfalt da sein. Und wie gesagt, Forschung und Entwicklung, ganz, ganz klar, hier muss man viel mehr noch Power machen. Und ich weiß auch, dass da viele kreative, nicht nur Start-ups, aber Unternehmen, Forschungseinrichtungen auf dem Weg sind, hier wirklich etwas auf die Schiene zu bringen. Und da halte ich wirklich viele, viele Technologien noch, die wir entwickeln müssen, die wir kombinieren müssen, für möglich. Mein Eindruck, als ich mich auf diese Veranstaltung vorbereitet habe, ist schon auch, es passiert gerade viel, gerade auch im Bereich der Industrie. Die Stahlproduzenten zum Beispiel, die aktuell in Deutschland, glaube ich, für 5% der Treibhausgasemissionen verantwortlich sind, Pi mal Daumen, Frau Brucker, korrigieren Sie mich, wenn das nicht stimmt, die wollen jetzt bis 2030 ihre Produktion umstellen und statt Koks künftig Wasserstoff verfeuern. Das wäre eine Riesenerleichterung in Sachen Klimawandel. Da soll viel Geld ausgegeben werden. Das wollen alle großen Konzerne, Salzgitter und wie sie sonst alle heißen. Porsche hat gleichzeitig angekündigt, bis 2030 10 Milliarden zu investieren in erneuerbare Energien, um seine komplette Produktion klimaneutral zu machen. Also wir haben gerade über die große Herausforderung gesprochen, aber es ist schon auch so, dass da gerade eine Menge Dynamik im Spiel ist. Wie sehen Sie das, Frau Kollell? Sie gehen ja eher von den Bürgern aus, aber haben Sie auch das Gefühl, wir brauchen die großen Unternehmen und endlich bewegen die sich? Wir brauchen alle. Also wir 2050, da denkt man jetzt, das ist noch lange hin. Aber eigentlich, wenn wir in Innovationszyklen denken, wenn wir überlegen, wie lange braucht es, bis eine Innovation am Markt ist, bis sie verbreitet ist, dann ist das morgen. Und da haben wir überhaupt keine Zeit und auch keine Gelegenheit abzuwarten. Und ich glaube, was man nicht verwechseln darf, ist, Bürgerengagement und gesellschaftliche Trägerschaft sind ganz wichtig. Das heißt aber nicht, dass wir die ganze Verantwortung darauf abwälzen dürfen, dass Bürgerinnen und Bürger überall mitmachen und sich engagieren und informierte Verbraucherentscheidungen treffen. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall die großen Unternehmen und da gibt es viel Bewegung. Wir brauchen die großen Investoren, die sich bewegen und sagen, wir investieren da nicht mehr. Das Risiko ist zu groß und auch da sehen wir Bewegung, dass zum Beispiel große Versicherer sagen, Kohle ist uns zu risikoreich. Wir brauchen die großen Universitäten in den USA, die verwalten Mengen an Geld, das ist vergleichbar mit Staaten. Wenn nur Harvard, Yale und Stanford zusammen ihr Geld abziehen würden aus den fossilen Energieträgern, das sind 100 Milliarden Dollar. Das heißt, wir brauchen die alle und wir brauchen auch in den großen Unternehmen natürlich diesen Wandel. Insofern bin ich sehr dafür zu sagen, wir dürfen diese unterschiedlichen gesellschaftlichen Spieler nicht gegeneinander ausspielen, sondern sie müssen alle gemeinsam mittragen. Und da würde ich das auch ein bisschen anders noch sehen, als Herr Neumann das dargestellt hat. Ich glaube schon, dass wir starke Leitplanken brauchen, auch um Bürgerinnen und Bürger zu entlasten letztlich, weil wir ja ansonsten erwarten, dass jeder in allen Bereichen seines Lebens jederzeit eine zu 100% informierte Entscheidung treffen kann. Und das können wir, glaube ich, nicht erwarten und nicht verlangen. Und da laufen wir in große Diskussionen auch über die soziale Gerechtigkeit hinein, über die Angemessenheit dessen, was wir hier verbrauchen an Ressourcen, denen wir uns stellen müssen. Auch die großen Unternehmen sich stellen müssen.
Das ist eine prima Überleitung zu einer weiteren Frage, die uns erreicht hat, die ich hier exemplarisch gern reingeben würde. Antonia Röttger hat uns gefragt über den YouTube-Chat, ist es nicht denkbar, Energiebedarf und Flächenverbrauch zu senken und gleichzeitig die Lebensqualität zu steigern? Wie hoch schätzen Sie die Rolle von Stadtplanung ein? Das ist eine Frage an Frau Brugger und Herr Neumann. Wer mag sich der annehmen? Also ich gerne ja, zuerst, ich höre Herr Neumann schlecht. Genau, dann würde ich mal anfangen. Ja, also es ist ein ganz Riesenthema Stadtplanung, genau wenn wir eben über Flächennutzung und Effizienz im Energiesektor sprechen, Bereitstellung von Energie, aber auch von anderen Dienstleistungen, dann ist es in der Stadt natürlich sehr, sehr effizient möglich. Wir sprechen von ganz anderen Möglichkeiten, was die Fernwärme angeht, was insgesamt auch den Energiebedarf von Mehrfamilienhäusern angeht, jetzt im Vergleich zu Einzel- oder im Vergleich zu Einfamilienhäusern beispielsweise, über ganz andere Möglichkeiten im Verkehr und so weiter. Gleichzeitig muss die Stadt aber auch sich auf den Klimawandel einstellen. Wir haben die letzten Jahre immer wärmer werdende Sommer erlebt und das ist auch klar, dass das in der Stadt, wie wir sie im Moment kennen, eine große Zumutung für die Bürgerinnen und Bürger ist. Und hier muss viel getan werden. Also viel mehr Grünflächen geschaffen werden, Städte umgeplant werden im Sinne der Bürgerinnen und Bürger und nicht nur im Sinne der Autos. Also wenn wir hier wirklich das Thema Stadt neu denken, dann ist da ist da ein Riesenpotenzial für die Energiewende drin. Herr Neumann, Sie sind ja quasi vom Fachexperte für technische Gebäudeausstattung. Das heißt, was ist Ihre Einsicht in diesem Feld? Also ich sehe da unendlich viel Möglichkeiten. Und ich hatte es ja eingangs angesprochen. Ich glaube, wir müssen viel, viel stärker, ohne dass ich jetzt in die technischen Details gehe, das könnte man zu anderer Stelle machen, aber dass man wirklich diese intelligenten, bedarfsgerechten Systeme schafft. Und ich könnte Ihnen jetzt schon Beispiele nennen, wo man also beispielsweise nur durch, ich sage mal, exakte Einstellung von Systemen die Hälfte der Energie einsparen kann. Also das ist jetzt nicht übertrieben, das ist keine Vision, das ist Realität. So, und dann gehen wir weiter, Stadtplanung, völlig richtig. Vielleicht muss man, da gibt es in der Technik oder auch in der Politik den Begriff der Quartiere. Wir müssen also das viel mehr vernetzen, also dadurch natürlich auch Reserven erschließen. Das heißt, ich kann mir gut vorstellen, dass es mit intelligenten Lösungen, und die gibt es, da ist Wissenschaft und Forschung sehr weit, bis hin zur Qualifizierung von Handwerkern, also von Unternehmen, dass man hier eine ganze Reihe von Energie einsparen kann, ohne dass das wehtut, ohne dass das jetzt mehr kostet. Das fehlt mir überhaupt in der aktuellen Debatte, dass wir viel mehr darauf Wert legen, wirklich Einsicht zu schaffen. Vorhin ist ja das gesagt worden, ich sehe da keinen Widerspruch. Den Menschen, ich habe immer das Beispiel, wenn Sie ein Bügeleisen kaufen, ja, kriegen Sie eine Gebrauchsanweisung. Was mir fehlt, ist Menschen, die also in einem Passivhaus wohnen oder in modern gestalteten Systemen, denen auch mal zu erläutern, ohne dass das kompliziert wird, mit einfachen Dingen zu sagen, wie damit umzugehen ist. Und ich glaube, da ist unendliches Potenzial. Das Stichwort, die Menschen mitnehmen, ihnen erklären, wie man es besser machen kann, was man besser machen kann, ist spannend, führt mich zu einer nächsten Hörerfrage von Eike Pacherneck. Es geht nämlich um die Frage der Akzeptanz, also wie kriegt man die Leute dazu mitzumachen, und sie würde gerne wissen, wie gehen wir denn mit den Klimaskeptikerinnen um, die es ja auch gibt, die in den sozialen Medien gar nicht so leise sind und sagen, dieses ganze Pohai mit der Erderwärmung ist total übertrieben und diese Energiewende ist sowieso völlig überflüssig. Was machen wir mit denen? An wen wenden Sie hier? Sie dürfen gerne was dazu sagen, Frau Schröss. Das war eine offene Frage in die Runde. Vielleicht sage ich was, weil in den USA hat man wahnsinnig viel mit diesen Klimaskeptikern zu tun. Aber ich glaube, was man da sieht und vielleicht auch in Europa sehr wichtig sein wird, ist, dass der Klimawandel ist ein Problem, aber ist auch eine Chance. Ne? Was wir besprochen haben hier, so die neuen technologischen Möglichkeiten, die Digitalisierung, die Energieeffizienz, was man machen kann mit Städtenbau, der Vergrünung von Städten und der Smart City und so weiter ist. Diese sind auch Möglichkeiten, Jobs zu schaffen und eine neue Wirtschaft zu schaffen.
Und ich glaube, dass viel von den Klimaskeptikern und Klimaskeptiker, die sehen selbst keine Chance bisher für eine Zukunft. Aber wenn die eine eigene Chance sehen, wie die sich auch in eine neue Wirtschaft einen Job finden können, dann wird diese Klimaskepsis sehr schnell wegfallen. Das bedeutet für mich, dass wir müssen viel stärker in die Ausbildung investieren, Ausbildungsmöglichkeiten für Techniker, die vielleicht sich mit Energieeffizienzfragen beschäftigen oder Leute mit Digitalisierung zu auszubilden, dass die auch sehen können, was für Möglichkeiten man damit schaffen kann. Das, für mich ist der Klimaskepsis eigentlich eine Frage von einer falschen Kommunikation auf die andere Seite. Wir haben auch teilweise Schuld vielleicht, dass wir nicht genügend darüber diskutiert haben, wie wir alle Leute mitnehmen können. Und das ist besonders für Regionen, wo man viele fossile Energie hat und die Leute denken, ja, ich würde meinen Job verlieren. Deshalb Klimaskepsis. Man muss eine andere Zukunftsvision anbieten. Da wird es natürlich darauf ankommen, diese Leute mitzunehmen, für einen fairen finanziellen Lastenausgleich zu sorgen. Das ist ja auch auf politischer Ebene viel diskutiert. Und zum Beispiel Kohleausstieg hat man ja auch gesehen, wie das in Deutschland dann funktionieren kann. Genau. Ich würde mit Blick auf die Uhr gerne zu einer Schlussrunde kommen und die gerne einführen mit dem schönen Zitat von Willy Brandt, das Sie wahrscheinlich alle kennen. Der beste Weg, die Zukunft vorherzusagen, ist, sie zu gestalten. In diesem Sinne würde ich gerne Ihnen alle dieselbe Frage stellen, mit der Bitte, die, ich sag mal, in maximal einer Minute jeweils kurz zu beantworten. Die Frage lautet: Was wären die drei wichtigsten Dinge, die in den nächsten 5 Jahren passieren müssen, damit wir eine Chance haben, unser rosiges Zukunftsszenario vom Einstieg zu erreichen? Herr Neumann, mögen Sie anfangen? Ich fange mal ganz kurz an. Also vielleicht den Begriff der Energiewende, der scheint vielen, auch den Klimaskeptikern, viel zu aufwendig. Und das Wende ist immer so etwas Kompliziertes. Ich würde vielmehr den Begriff, also wir gestalten die Zukunft, indem wir die Chance jetzt nutzen, moderne Technologien zu entwickeln, also die Herausforderung zu nutzen, die das Ziel hat, kostengünstig zu sein, aber andererseits auch CO2 einzusparen. Und ich glaube, da gibt es jetzt eine ganze Reihe von Möglichkeiten. Wir sollten auf jeden Fall versuchen, die Regelungen, alles das, was der Staat in Gesetze schreibt, einfach zu machen, damit es die Menschen verstehen, dass jemand sich da auch abgeholt fühlt. Also alle einbeziehen. Und ich habe viele Beispiele in jüngster Zeit auch erlebt, wo sich Menschen begeistern lassen. Leute aus völlig anderen Bereichen, die plötzlich auf ihr Smartphone gucken und schauen, aha, meine Heizungsanlage zu Hause funktioniert ganz modern, die Wärmepumpe, alles gut gesteuert. Da müssen wir aus meiner Sicht rangehen, also einfacher machen, den Leuten erklären, klare Antworten auch geben und niemanden überfordern, sondern versuchen auch diesen Prozess als ja, wirklich als Prozess, das nicht von heute auf morgen, sondern generell gestaltet werden kann. Frau Brugger, mögen Sie als Nächste die Schlussfrage beantworten? Ja, gerne. Ja, aus meiner Sicht muss vor allem jetzt als Nächstes ein sehr proaktives Handeln der Politik her, insbesondere wenn wir jetzt auch an die Wahlen denken, die uns bevorstehen. Also spätestens danach muss ein sehr aktives Handeln der Politik her, was dann auch die Bevölkerung mitzieht. Also wenn wir unsere Ziele sehr klar haben und ambitioniert, bin ich der Überzeugung, wenn wir nicht ein ständiges Hin und Her haben, dass die Bürgerinnen und Bürger da sehr bereit sind mitzumachen, wenn wir die richtigen Anreize setzen. Meiner Meinung nach geht es aber auch nicht, ohne dass wir Gegenmaßnahmen ergreifen, also insbesondere Externalitäten anders bepreisen. Frau Schreuer hat es vorher angesprochen, den CO2-Preis. Ich denke, da werden wir früher oder später nicht drum rumkommen, da vernünftige Preise anzusetzen. Und genau, das wäre es aus meiner Sicht, die wichtigsten Punkte. CO2-Preis aktuell bei 25 Euro je Tonne, glaube ich, aber der wird natürlich mittelfristig steigen müssen, um einfach Treibhausgasemissionen teurer zu machen. Frau Schröers, was wären aus Ihrer Sicht die drei wichtigsten Dinge, die in den nächsten 5 Jahren passieren müssen, national, international?
Ich glaube, dass ein sehr, sehr wichtiger ist, was passiert Ende dieses Jahr mit dem Gipfel und ob wir die Anstrengung erhoben können, sodass wir nicht nur über Ziele für 2030, aber über ein 2050 klimaneutrale Ziel global uns entscheiden. Und damit mit diesem Abkommen gleichzeitig diese CO2-Bepreisung, aber auch die Abschaffung von Subventionen und die Voraussetzung von Grünfinanzierung. Die Idee von einem Green Deal überall ist eigentlich, wo wir hingehen müssen. Das wird aber politisch schwierig. Wir müssen wirklich auch zu diesen Umverteilungsfragen uns auch Gedanken machen, weil die Unterschiede zwischen die Habenden und die Nichthabenden ist so groß, dass das verschwert viele Probleme. Keine einfache Aufgabe, da den richtigen Lastenausgleich fair und transparent hinzubekommen. Nicht mal auf nationaler Ebene, schon gar nicht auf internationaler, viel zu tun. Frau Collell, was würden Sie sagen? Drei Dinge in 5 Jahren, die passieren müssen. Ich glaube, wir liegen an vielen Stellen sehr, sehr nah beieinander. Also ich bin ganz und gar sowohl bei Frau Schreus als auch bei Frau Burger, wenn ich sage, wir brauchen Preise, die die ökologische Wahrheit sagen, damit die Menschen wissen, was für Entscheidungen sie da treffen. Und wir brauchen Gesetze, die Berechenbarkeit schaffen, auch Investitionssicherheit schaffen und nicht jährlich novelliert werden müssen, sondern wir brauchen einen klaren Fahrplan mit klaren Preisen, wo wir genau wissen, wo stehen wir in 5 und in 10 Jahren. Wir brauchen viel mehr ungewöhnliche Allianzen, glaube ich. Also ich bin sehr gespannt auf diese Regierung aus Grünen und FDP, die die Energiewende realisiert und das Wahlalter herabsetzt. Wir brauchen diese ungewöhnlichen Allianzen auf der globalen Ebene. Frau Schreuers hat es angesprochen. Wir brauchen sie auf der unternehmerischen Ebene. Wir müssen viel stärker darüber nachdenken, mit wem wir zusammenarbeiten können, mit wem wir es bisher nicht getan haben. Und ich glaube, dass wir die Gesellschaft noch wieder anders ernst nehmen müssen. Und zwar nicht als Klimaskeptiker, wo wir sagen, oh, wir haben Angst. wir müssen Abstandsregeln schaffen, damit sie zufrieden sind. Sondern indem wir Perspektiven aufzeigen, indem wir auch anerkennen, dass diese Energiewende kein reiner technologischer Wandel ist, sondern es ist ein gesellschaftlicher Wandel. Es hat mit unseren Werten zu tun. Es hat damit zu tun, was ist uns wichtig. Und das müssen wir einbeziehen in diese Entscheidung. Und das müssen wir ganz aktiv mit den Menschen verhandeln und sie da ernst nehmen. Und auch ernst nehmen, dass es Verlierer gibt zurzeit und dass wir da Perspektiven finden müssen, Ausgleich finden müssen für diese Menschen, die noch nicht sehen, wo ihre Chancen liegen. Vielen Dank, soweit. Ich glaube, es ist klar geworden, die Energiewende ist ein Marathonlauf. Es lohnt sich, sich auf den Weg zu machen, aber wir haben gerade erst die ersten paar Kilometer zurückgelegt und noch ein gutes Stück Weg zu gehen. Ich glaube, das fasst die Debatte ganz gut zusammen. Mir wäre trotzdem wichtig, dass wir es alle gemeinsam anpacken, jeder an der Stelle, wo er am meisten bewirken kann und das zwar trotz Corona-Pandemie möglichst schnell, denn ich sag mal so, in 10 Jahren wird uns die Corona-Pandemie wahrscheinlich kein Kopfzerbrechen mehr bereiten, aber der Klimawandel auf jeden Fall. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, schön, dass Sie dabei waren. Danke, dass Sie unsere Diskussion bereichert haben mit Ihren Fragen. Wenn Sie mehr zum Thema hören wollen, gibt es schon morgen um 18 Uhr hier die Chance. Im Futurium gibt es eine Online-Debatte zum Thema, was sind wir bereit fürs Klima zu tun? Das ist die Leitfrage bei einem digitalen Stammtisch, bei dem auch der bekannte Risikoforscher Professor Ortwin Renn mit dabei sein wird. Und wenn Sie sich in diese Zoom-Konferenz einschalten wollen, dann können Sie das tun, indem Sie sich ein kostenloses Ticket auf der Homepage des Futuriums besorgen oder Sie schauen auf dem YouTube-Kanal vorbei, wo die Veranstaltung übertragen wird. Reinschauen lohnt sich bestimmt. Ich bedanke mich bei meinen Gästen, dass Sie sich eingelassen haben auf dieses spannende Veranstaltungsformat mit einer kleinen Zeitreise zum Einstieg. Das war unkonventionell. Hat mir großen Spaß gemacht, gemeinsam mit Ihnen diese Zukunftsszenarien auszuhacken. Ich hoffe, Ihnen ist es auch so gegangen. Und ich sage ganz herzlichen Dank an Dr. Heike Brugger vom Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung. Danke an Dr. Arvin Collell vom Mercator Institute on Global Commons and Climate Change. Danke an Professor Miranda Schröers von der Technischen Universität München und danke an Professor Martin Neumann, Mitglied des Bundestages und energiepolitischer Sprecher der FDP-Fraktion. Danke fürs Zuschauen, danke, dass Sie mitgemacht haben. Im Namen des Futuriums wünsche ich noch einen schönen Abend und empfehlen Sie uns im Zweifel gerne weiter. Wir sehen uns.